Mann, hier hat er Zeit. Hör zu, du Arschloch. Oh, weia. Ah, Mann, wer dreht denn so einen Film? Oh, weia. Nein. So, was machen wir denn heute? Das sieht ja aus wie im Kino. Sogar Popcorn auf die Couch. Ach, ist das schön. Was denn? Ich bin jetzt heute, nur mein Girl? Kann ich jetzt abmachen? Ja, ist mein Corona-Schutz, aber... Wir haben einen riesen Lockdown in Berlin und das ist total wichtig. Nicht nur in Berlin, in ganz Deutschland. In ganz Deutschland, aber Berlin besonders, denke ich, in Hamburg. Bora Plus. Prosti. Direktor 2. Bin ich jetzt Direktor oder was? Bora Bora. Ein Lied kenne ich, gibt's Bora Bora. Ich hab's noch nie gehört. Ich weiß nicht, wer Borat ist. Borat hört sich endlich mal männlich an. Ich hab sonst immer nur mit Weibern zu tun. Ist das nicht der, der schöne Badeanzüge trägt? Ach, ja, den hat's ja schon mal gesehen. Ja, aber der hat 2 Masken, ja. Der ist ja scharf. Bei dem Bild geht alle Erotik. Das ist ein bisschen sehr wenig angezogen für Anfang November. Der hat ja die Corona-Maske unten. Den habe ich schon gesehen in Berlin, ja. Unten mit deinem kleines Beutelchen da unten, das ist ja niedlich. Die oben wäre vielleicht jetzt bei der Corona-Zeit oben bist du ja wie als unten. Unten kann er sie ja weglassen. Ja, das ist ohne Idee. So, liebe Leute, wir gucken jetzt Bora 2. Aber wie heißt es bei den Lottozahlen? Ohne Gewehr. Der läuft jetzt auf Amazon Prime Video. Das gucken wir uns jetzt alle gemeinsam an. Und nun, Film ab. Komm in mein Wohnzimmer und amüsiere mich. Mal sehen, ob du was anderes auf Lager hast, was wir früher gemacht haben. Ui, die Tänzerin. Das sieht ja vielversprechend aus. Tanzen, ja, das ist eine schöne Sache. Vorbei, Two Films. Ach, das ist er vielleicht. Oh, du siehst ja gut aus mit deinem Bart, ja. Ein Stein. Nice. Was denn ist er denn? Nee, aber wie ich bin hier gelandet? Vor 14 Jahren. Ach du grüne Neune jetzt. Der war großer Erfolg in USA. Da bist du aber eingesperrt worden anschließend. Was sind die alle eingebuddelt? Na, das ist ja witzig. Die Muslime unternehmen die unter. Viele Börsenmänner stürzten sich aus höchstem Wolkenkratzer. Bumm, Wolkenkratzer, ja, eine Treppe. Oh, jetzt ist er wieder aufgestanden. Ach nee, das Ding haut ja genau dazwischen, mit dem tut doch weh. Das braucht der noch. So 14 Jahre später, Regierungsmänner holten mich in den Palast von Präsidenten. Mann, oh Mann. Warum? Warum wurde er denn da vorgeführt? Was hat er denn getan, der arme Borat? Hör zu, du Arschloch. Ich hab eine Mission für dich. Stop. Dass das aus Kasachstan alles kommt, habe ich aber nicht gewusst, ja. Das ist ein russischer Film, nicht? Ich kann mich an eine Aussage meines Mannes erinnern, dass bei ihm Studenten waren aus Kasachstan, die sehr motiviert waren und sehr fleißig waren, um zu studieren. Aber so was wie Borat war nie dabei. Alles, was ich noch hatte, war mein Vieh. 2 Schweine, eine Kuh und eine Tochter. Das ist eine Zusammenstellung. Eine Kuh. Quatsch. Ach, die Tochter lebt bei der Kuh, ist ja auch nicht schlecht. Ein Kuhstall. Ach, wo will der denn nur hin mit diesen Lasten? Jetzt hat er alle zusammengepackt, jetzt geht er nach Amerika. Fahrt zur Hölle. Luxus, das ist ganz schön ein rostiger Kran. Ja, hat auch einen kurzen Weg genommen, ja, natürlich. Oh. Warte, ist das die Tochter, die 15-jährige Kräuter? Was machst du hier? Die wollen nach Amerika. Sie wollen sehen die Haare? Ich würde gern ihre Haare sehen, ja. Okay. Nein, Mann, nicht die Haare. Probierst du das hier mal an? Ja. Mal gucken, wie sie aussieht. Oh nee, Mädel, du hast da was falsch verstanden. Wenn schon, denn da drunter nackig. Ein Schutzhülle für Kleider. Darin werden Kleider aufbewahrt. Ist nice. Er kommt aus Russland, es war klar. Gefällt dir das Kleid? Ja, total.
Die will auch ein bisschen Kuchen. Siehst du, kaufe doch mal so ein Cake da. Was hält die sich denn da am Bein fest? Was soll denn der Blödsinn? Bei dem Kuchen, der geht auf die Hüfte. Ach, da sind ja noch Babys drauf. Ja, die gehen auch ganz schön auf die Hüfte. Ja, aber der ist ja seltsame Farben. Das war klar, dass sie sich... Na, sie verschluckt ja. Ja. Oh. Und dann hinterher kurz nur. Na. Ich hab das Baby verschluckt. Ach, was da oben drauf war. Das Baby war nicht essbar. Also nee, Plastikpüppchen. Ich habe Baby drin in mir. Mhm. Und ich will gerne, dass einer wieder rausmacht. Mhm. Der meint, die ist schwanger. Verstehe. Bin ich schwer von KP. Der denkt, die ist schwanger. Und Prost auf dieses Missverständnis. Beenden Sie ein Leben, dann ist dieses Leben tot. Aber ist jetzt schon tot, ist nicht am Leben. Nein, es lebt nicht. Sie können den Mann das gar nicht klar machen, das Püppchen. Ich glaube nicht. Oder habe ich die Geschichte zu erzählen vom Verschlucken. Ich war mal jung und hübsch und war auf dem Zug mit 14 Leuten in einem Abteil von Moskau nach Leningrad. Und da war so ein Freier neben mir, der immer an mir rumgefummelt. Das war so eng und ich wusste nicht, wie ich den loswerden wollte. Ich sagte, zeig mir mal deinen Ring. Sein Ehering, ja, sein Ehering. Hab den in die Seite gesteckt und hab so getan, als ob ich den verschlucke. Und plötzlich fand er mich ja nicht mehr so toll. Ich habe mein Mondblut. Ach du lieber gottesarme Ding. Hey, fantastisch, sagt er. Wir beeindrucken Sie mit unserem traditionellen Fruchtbarkeitstanz. Was machen die jetzt, einen Fruchtbarkeitstanz? Was ist denn das für ein Quatsch? Jetzt wird da was bestellen. Gucken, wie die tanzen. Kasachstan. Na, das gefällt dir nur. Na bitte. Mal gucken, ob das so einfach ist. Borat! Eieiei. Das ist der Pro. Ob das bei mir dann auch wirkt, wenn ich tanze? Da wackelt die ganze Villa. Süß. Das ist ja jetzt süß. Manche Sachen sind ja sehr grenzwertig, aber das finde ich jetzt schon wieder toll. Ja, als wenn sie ein Affe ist, ja. Oh. Geht aber gar nicht. Das mag die feine Gesellschaft aber nicht. Oh weia. Ah. Ich war jetzt hier. Man hier an der Zeit. Ja, danke. Ja, wie peinlich. Oh weia. Nee, das muss nicht sein. Oh nee, wer dreht denn sowas? Ein bisschen geschmacklos. Oh weia. Ach, das hat mir gleich auf die Blase geschlagen, der Film. Ich musste gleich aufs Klo. Das war ja wirklich harte Kost. Sorry. Jetzt geht's weiter. Das ist ja ein richtiger Schock für uns allen. Ich denke, man müsste nicht alle zeigen. Warten, kommt der jetzt an? Ich bin Steven Miller. Du Klux Klan. Oh ja, Du Klux Klan. Na toll. Du Klux Klan, Du Klux Klan. Bringe Tutar zu Pence, dem einzigen Mann, dem Trump vertraut. Das ist ja witzig. Die Kuckucksklan oder was? Ich wusste per die Gags sind Pence einmalig, die sind schon witzig. Na, den verarschen wir auch was. Hier stehen sogar Michael Penis! Michael Penis! Ich hab hier ein Mädchen für dich! Ist eine Junggesellenwohnung oder was? Also, der muss ja jetzt erst gedreht worden sein. Das ist ziemlich aktuell, der Film, nicht? Na gut. Der kommt auch schon in Schwitzen hier. Sie hat sich gewandelt. Sie sieht da wirklich sehr, sehr hübsch aus. Der will sie auch schon an die Tochter machen. Du alter Zausel! Lass das hübsche Mädchen. Wer macht denn eigentlich solche Klischees als Film? Das ist ja schon makaber. Die Sequenzen, die da zusammengeschnitten werden, die kapiere ich irgendwie nicht.
ist ein bisschen schwer zu verstehen. Das ist mir alles ein bisschen sehr durcheinander. Ist er wieder in Wuhan? Nee, jetzt ist er wieder in Kasachstan. Kasachstan jetzt Zentralheit für Covid-Schutzmode. Wir Erfindung den Maschini. Das ist witzig. Unsere Leute, das können die Leute abends machen zu Hause, wisst ihr? Die können sie 6 Spiele machen mit der Maske. Das finde ich total schade. Das kann ich nicht. Das ist ein russischer Film, nicht? Amerikanisch, ja? Weil da viel mit russisch. Das ist ja toll. Ich muss. Nein, das brauche ich jetzt einen Schluck Wasser. Ich war auch schon sehr oft sprachlos. Es sind viele, viele komische Sachen drin, viele bisschen. Ich meine, man sagt, man muss mit Humor nehmen. Ja, das ist auch wieder richtig. Das ist ein bisschen zweischneidig. Naja, ich meine, es ist schon teils sehr grenzwertig. Ich bin eine andere Generation. Ich fand den im überwiegenden Teil richtig witzig. Mit diesem Humor komme ich nicht klar. Für mich ist der Film so, verdammter Pfeffer, ja. Obwohl ich einiges rausschneiden würde, das ist richtig. Ich habe jetzt Borat 2 gesehen. Ein unglaublicher Film, er regt mich zum Nachdenken an und ja, er ist anders, als ich, was ich je erwartet habe. Wir sind ja im Lockdown. Jetzt haben wir genügend Zeit, um uns solche Witzfilme anzusehen. Der läuft auf Amazon Prime Video, jetzt aktuell. Den Link zum Film seht ihr da oben. Nee, andere Seite. Ach, Humor. Schon wieder mal Mist. Da oben ist er. Da oben ist der Link zum Film. Oder auch da unten in der Infobox. Guckt euch den Film auch an und schreibt uns, wie ihr es findet. Ich gehe jetzt nach Hause mit einem wirren Gedankengang in meinem Kopf und muss erst mal zu Hause alles sortieren, was ich heute gesehen habe und was ich erlebt habe. Schützt euch und bleibt gesund. Jin Kuye, High Five!